Hier haben wir unseren Günni gerade gefunden als Kastenwagen-Variante. Dafür haben wir uns ja auch mal interessiert. Das ist jetzt der Boxdrive 600 XL. Knapp unter 6 Meter, 5,98. Genauso wie unserer, auch 180 PS. Ja, gehen wir mal rein. Schauen wir uns den mal von innen an. Natürlich Kastenwagen, eine Schiebetür. Genau. Bisschen eine andere Bepolsterung. Das ist ein Wagen mit 5 Schlafmöglichkeiten. Also für ein Fahrzeug unter 6 Meter ist das sehr viel. Ihr seht hier oben ein Bett zum Runterziehen. Genau, in dieser Leiste wird es geführt. Das ist ein Automatikfahrzeug, aber auch wieder unser MAN, genau das gleiche, was wir quasi haben. Der Tisch ist ein bisschen kleiner als bei uns, aber auch wieder zum Ausklappen. Kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht hin, ist gesperrt, aber ihr kennt das ja, diesen kleinen Ausschub hier. So, die Küche. Auch ein Zweiflammenkoch fällt wieder die Spüle nicht rund wie bei uns, sondern eckig, aber auch schön tief. Gleiche Armatur. Ah, hier haben wir die ganzen Bedienpaneele. Die sind nicht wie bei uns über der Tür. Klar, da ist ja auch das Bett. Die haben wir hier. Er ist nochmal besonders isoliert, Kältebrücken isoliert, habe ich gerade gelesen. Und hat eine 10 Jahre Dichtungsgarantie. Also für die Rahmenfenster, die er hat. Das Bett. Ich gehe vielleicht mal kurz aus dem Weg, dann kannst du da nochmal dran. Höhenverstellbar, das Bett, die Schränke sehr groß. Und wende nochmal kurz. Zurückkommst, dann können wir hier noch mal ins Bad füllen. Jawohl. Tür auf. Raumbad mit separater Duschkabine. Wieder die Klappmechanismus. Für eine Kastenwagen-Variante sehr, sehr schönes Modell und nicht vergessen, wir sind hier unter 6 Meter. Das ist natürlich, wenn man auch in Städte fahren möchte und so weiter, nie schlecht, einen Wagen zu haben, ein Fahrzeug zu haben, was eine gewisse Länge nicht überschreitet. 6 Meter sind schon top für Stadttour zum Beispiel. Ne? Wir sind nach wie vor am Knaus Boxdrive 600 XL. Wir wollten euch nochmal die Ansicht von hinten zeigen mit dem bekannten Hubbett, Heckhubbett. Wir zeigen euch das mal, wie einfach das hoch und runter geht. Zack, hoch. Hier kann man auch sehr schön sehen, wie viel Ladefläche man hier hat. Auch hier natürlich die Technik hinten verbaut, bei Knaus immer an einem Platz. Und ihr seht das auch, man kommt auch vom Innenraum dran, sodass man tatsächlich auch mal, wenn man längere Sachen hat, dieses Teil entfernen kann und kann einfach durchschieben. Was ich auch sehr schön gelöst finde, ist der Stoffbezug hier im Schlafbereich. Das gibt nochmal so eine gewisse Gemütlichkeit, eine gewisse Atmosphäre und für einen Kastenwagen tatsächlich sehr viel Schrank. Man sieht das hier nochmal rechts und links, die Schränke sind wirklich sehr gut und groß. Ja. Schöne Verarbeitung auch am Boden. Genau. Nochmal kurz zusammengefasst, das ist der Knaus Boxdrive 600 XL mit unserem Günni. 180 PS, Automatikgetriebe und 640 MEG. Von innen haben wir euch gezeigt, von hinten mit dem Heckhubbett auch. Ein paar Details haben wir euch genannt. Das Fahrzeug hat unter 6 Meter, 5,98 Meter
Und wenn euch das Video gefallen hat, LKA, liken, kommentieren, abonnieren. Danke!